Herzlich willkommen auf dem Lursberg im Aachener Drehturm zu Beas Talk rund um Mensch und Tier. Begrüßen Sie nun die heutigen Gäste und die Gastgeberin Beate Herrmann. Hallo und herzlich willkommen hier zu Beas Talk am Dienstagabend aus dem Drehturm Aachen. Ich habe mir wieder Gäste eingeladen und heute habe ich die Trauerbegleiterin der Notfallseelsorge Aachen bei mir. Und da habe ich die Frau Maria Pirsch. Hallo und herzlich willkommen, Frau Hallo. Pirsch. Und die Frau Schönhofer. Hallo, Frau Schönhofer. Was machen Sie? Wir sind ein Trauerprojekt. Wir sind eine Zweckgemeinschaft oder eine Trägergemeinschaft, bestehend aus Franziska von Aachen, einer Großpfarre hier in Aachen, und dem Malteser Hilfsdienst hier in Aachen. Und haben uns beide vorgenommen, die Trauerarbeit in der Mitte Aachens ein Stück uns zum Thema zu machen. Und wir sind in zwei Säulen, oder wir bieten zwei Säulen an, einmal die Erwachsenenarbeit und einmal die Kinder- und Jugendlichenarbeit. Sie kommen auch vom Malteser, genau. Ja, und Sie kommen aus der katholischen Kirche. Genau. Wieso haben Sie sich zusammengeschlossen? Also mein Dienstgeber ist die katholische Kirche, der Bischof von Aachen, und ich arbeite als Gemeindereferentin in der Innenstadtpfarrei Franziska von Aachen. Und Sie sagten eben, Notfallseelsorge, das ist ein Teil meiner Arbeit. Also ich bin auch als Notfallseelsorgerin unterwegs. Und wir beide haben uns kennengelernt bei der Trauerbegleiterausbildung. Mhm. Das war so der Startpunkt. Und Sie sagten zwei Säulen. Einmal Mensch und einmal, also Menschen sind wir alle, aber einmal Erwachsene und einmal Kinder. Genau. Wieso haben Sie das nochmal in so zwei verschiedenen Säulen eingeteilt? Also die Trauerausbildung, von der du gerade gesprochen hast, die war vor allen Dingen ausgerichtet auf Erwachsenentrauerarbeit. Mhm. Wir beide kommen aber aus unserem beruflichen Hintergrund auch aus der Jugendtrauerarbeit. Ich war also 20 Jahre Schulsozialarbeiterin, und in dieser Zeit habe ich kennengelernt oder erfahren, und da hat sich Maria mit Beispielen auch anschließen können, dass die Kinder dann, wenn es eine herausragende Familienschwierigkeit, also an jemand Wichtiges gestorben ist, die Erwachsenen erstmal sehr mit sich beschäftigt sind. Mit diesem Wegbrechen, mit dieser erdbebenähnlichen Situation, und Kinder schon berücksichtigt werden, aber nicht in der Form, wie sie es brauchten. Und oft uns als neutrale Sozialarbeiter dann genommen haben und genommen haben und darüber gesprochen haben. Und dann haben wir gesagt, wir möchten einen kreativen Trauerraum den Kindern schaffen. Das war unser Erstimpuls, und wir haben dann eine Arbeit der Malteser fortgesetzt. Das war die zweite Säule, die Erwachsenenarbeit, die wir dann auch wieder in die Trägergemeinschaft hineingenommen haben. So, dass wir eben gesagt haben, wir unterscheiden das. Jetzt nennen Sie das ja nicht Trauerarbeit, sondern Sie haben auch da wieder zwei verschiedene Namen. Wie sind die? Wir haben also Notfallseelsorge und Trauerarbeit, das unterscheiden. Mhm. Wir beide sind gemeinsam in der Trauerarbeit. Mhm. Notfallseelsorge machst du. Die Trauerarbeit oder die Trauerbegleitung, die ist tatsächlich, was die Kinder angeht und was die Erwachsenen angeht, da gibt es einen Namen, Trauerbegleitung. Mhm. Ich finde den Namen sehr schön, weil es heißt, dass wir verweben uns nicht, sondern wir gehen mit euch, wir begleiten euch auf einem Weg, wir gehen parallel mit euch den Weg der Trauer. Und unsere Ehrenamtlichen sind in beiden Richtungen auch geschult. Also es ist ein Ehrenamtsprojekt, wir beide sind die einzigen Hauptamtlichen. Von mir, mein Arbeitgeber sind die Malteser, Marias Arbeitgeber ist die Kirche. Unsere Gruppe, die das Ganze begleitet, die das Ganze eigentlich befruchtet und auch trägt, das sind Ehrenamtliche, und die haben alle eine Trauerausbildung und haben sich explizit jeweils entschieden, wir möchten Erwachsene begleiten oder wir möchten Kinder begleiten, weil das schon ein großer Unterschied ist. Frau Pirsch, jetzt kommen Sie aus der Notfallseelsorge. Notfallseelsorge stelle ich mir so vor, dass Sie gerufen werden, wenn Unfälle sind, wenn Sie das den Leuten auch mitteilen müssen. Ist das so? Das ist richtig. Also ich bin jetzt seit 3, 4 oder 5 Jahren in der Notfallseelsorge tätig, und wir werden alarmiert über die Leitstelle der Feuerwehr. Mhm. Also entweder die Polizei alarmiert uns oder der Rettungsdienst oder der Notarzt. Und dann geht es häufig um Todesfälle. Mhm. Also Unfälle auf der Straße sind gar nicht so die häufige Ursache, gibt es auf jeden Fall. Ich bin einmal auch gerufen worden, da war der 20-jährige Sohn der Familie im Osten verunglückt, mit dem Auto tödlich verunglückt. Und da ging es darum, die Todesnachricht zu überbringen.
Und das war dann schon so ein Unfallzusammenhang. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass jemand zu Hause verstirbt. Und der Notarzt kann eben nicht feststellen, was weiß genau Todesursache. Und um dann eben den Angehörigen beizustehen, dafür gibt es die Notfallseelsorge, die wirklich rund um die Uhr dann auch einsatzbereit ist. Und es war auch in der Tat vor einigen Jahren so ein Notfallseelsorgeeinsatz, der mich auf die Kindertrauer gebracht hat. Da war auch ein Jugendlicher plötzlich zu Hause verstorben, ohne Ursache. Er war einfach tot zusammengebrochen. Wie alt war der? Der war 15. Und das war für die Eltern natürlich ein Riesenschock. Und ich bekam die Einsatzmitteilung Reanimation eines 15-Jährigen. Und dann war mir eigentlich klar, wenn ich gerufen werde, dann wird das eine erfolglose Reanimation wahrscheinlich sein. Und ich fand dann auch die aufgelösten Eltern vor und noch eine Nachbarin und der Hund. Und ich habe dann geguckt, was kann man machen? Man kann nicht viel machen. Die Mutter sagt, ich will zu meinem Sohn. Der war im Wohnzimmer mit den Rettungskräften. Und kurz danach kamen die Rettungskräfte auch raus, sprachen der Mutter ihr Beileid aus, den Eltern, und der Junge war verstorben. Mhm. Und die Mutter sagt, ich will dahin. Ja, ich sage, wir gehen jetzt zusammen. Und dann hörte ich aus dem Off eine Stimme, ich gehe wohl nicht mit. Und dann dachte ich, wer ist denn hier noch? Und dann war das die Schwester, die 1-2 Jahre älter war. Die hatte bis dahin keiner im Blick, ich auch nicht. Mhm. Und es ist eigentlich klar, dass man Kinder dann erstmal nicht im Blick hat. Ist nicht gut, aber es ist eine logische Konsequenz. Und das war für mich die Idee, zu sagen, Mensch, das ist auch in weniger dramatischen Fällen würde es so sein, dass die Kinder erstmal aus dem Blick geraten und für die so einen kreativen Kinder- und Jugendtrauerraum. Das war ja unsere erste Idee. Das wollten wir gerne machen. Was machen Sie in diesem Trauerraum mit den Kindern? Welche Kinder kommen zu Ihnen? Also wir haben begonnen vor 4 Jahren und haben... Also eigentlich vor 4,5 Jahren haben wir das ausgeschrieben und haben gesagt, ach, wir sind ja nicht diejenigen, die die Trauerarbeit neu erfinden müssen, und haben gesagt, wer hat Lust mit uns gemeinsam einen kreativen Trauerraum zu entwickeln. Da haben sich 15 Menschen gemeldet und wir haben uns ein Jahr auch in anderen Einrichtungen umgeguckt, die schon Kindertrauer machten. Und haben dann gesagt, gut, wir beginnen mit einem offenen Kindertrauerangebot. Das heißt, einmal im Monat waren wir da und haben Kinder, die in einer Trauersituation in Empfang genommen. Einige hatten sich vorher schon angemeldet, mit denen hatten wir schon Erstgespräche gemacht. Wir gehen gerne auch in die Familie, machen das Erstgespräch, um so ein bisschen den Gesamtrahmen auch kennenzulernen, die Kinder nochmal in einer anderen Form während der Kinderarbeit auch in Empfang nehmen zu können. Unsere Ehrenamtlichen, die Feste mitprägen und die eben auch mit den Weg bestimmen und inhaltlich auch Neuorientierungen ansetzen, die sagten, Mensch, jetzt haben wir ein Jahr offene Kinderarbeit gemacht, wir würden gerne die Kinder ein Stück mehr begleiten. Also nicht immer jeweils, das ist wirklich pädagogische Akrobatik. Zu wissen, das wollen wir tun, wir wissen aber noch gar nicht, welches Kind kommt. Wir wissen auch noch gar nicht, welche Familie vielleicht kommt. Und dann haben wir uns dem gerne angeschlossen, haben mit den Ehrenamtlichen überlegt, gut, wir machen eine geschlossene Gruppe, so nennt man das. 8-mal gehen wir jetzt mit den Kindern neuerdings durch einen Prozess, der eben zunächst mal anfängt. Wir gehen dann auch in die Sinnfrage und sehen aber auch, dass wir den Abschied wieder gezielt gestalten. Und die Ehrenamtlichen sind da feste dabei. Wir haben das Konzept gerade in der letzten Woche nochmal neu aufgearbeitet, weil wir Anfang Februar hier in Aachen wieder eine neue Gruppe beginnen werden. Das letzte Mal waren 7 Kinder dabei im Alter von 6 bis 11 Jahren. Und da sind die unterschiedlichen Trauergründe. Wir machen immer ein Erstgespräch, die Kinder sind die Bestimmer und sagen, ja, wir möchten alle 2 Wochen uns über 1,5 Stunden dem Thema Trauer auch widmen. Nicht die Eltern können das sich für die Kinder wünschen, weil die Kinder müssen einfach wissen, das ist unsere Gruppe. Und da waren die verschiedensten Gründe, also der Vater ist gestorben, eine Mutter ist gestorben, Geschwister sind gestorben. Und ja, das waren so die Hauptgründe der 7 Kinder, die da waren. Wie gehen die Kinder mit Trauer um? Anders. Also anders wie die Erwachsenen? Ganz unterschiedlich. Das steht immer wieder in den Büchern. Man sieht es auch, wenn man sich Kinderliteratur ansieht, da steht es auch immer wieder, Kinder trauern anders. Wie anders? Ich glaube, explizit können wir sagen, sind vor allen Dingen die Sprunghaftigkeit. Okay. Also dass Kinder von dem, du hast mir aber eben versprochen noch, dass wir ein Eis essen gehen, zu, boah, was bin ich traurig, und sich erinnern.
weil eben das Eisessen vielleicht gerade wieder eine Erinnerung an die Mutter ist, die gerade verstorben ist. Oder dass Wüte auch entstehen können oder auch eine Stille entstehen kann. Wir Erwachsene sind latent ein Stück mit dem beschäftigt, wenn jemand Wichtiges gestorben ist. Und sind durchweg, egal was wir tun, ob wir beim Spülen sind, ob wir einschlafen, ob wir bei der Arbeit sind. Aber die Kinder haben eigentlich, und das sagen so einige Trauertheoretiker, die sich mehr damit beschäftigt haben, das ist auch naturgegeben sinnhaft. Die legen immer wieder Trauerpausen ein und sind in dieser Zeit wirklich gar nicht damit verbunden. Okay. Und fallen anschließend umso tiefer wieder, aber können sich auch schnell wieder in andere Situationen hineinbegeben. Und auch sehr offen und neugierig. Also je nachdem, in welchem Alter die sind, dann ist es natürlich auch sehr spannend. Mhm. Was ist überhaupt tot? Die fangen dann an, Insekten zu sammeln oder auch kleinere Vögel zu beerdigen. Gräber hat man plötzlich im Garten. Also so neugierig fragend. Und auch offen mit ihren Gefühlen. Mhm. Und manchmal erlebt man auch, dass die Eltern auch schützen wollen. Also ein Mädchen hat ja auch gesagt, die Mama ist immer so traurig. Aber ich möchte auch mal gerne über meinen Bruder noch sprechen. Mhm. Und dann will sie aber die Mama nicht traurig machen. Wobei die Mama das gar nicht so empfindet und die auch gerne hat, wenn ihre Tochter mit ihr darüber spricht. Aber sie selber empfindet das so. Yeah. Und dann ist es gut, jemand anders zu haben. Und sie sagt auch, meine Freundin in der Schule, naja, mit denen will ich auch nicht immer darüber sprechen. Es ist schon, also ich finde diese Offenheit, die finde ich ganz, ganz faszinierend. Gibt es Rituale, die man mit Kindern machen kann oder sollte, wenn so ein Trauerfall in der Familie ist? Also es kommt ja sehr auf die Familie an. Wer gestorben ist, die Mutter gestorben, ist der Vater gestorben? Geht es um Mutter, geht es um Geschwister? Also das ist ein wichtiger Teil. Wenn Sie uns aber jetzt konkret fragen, arbeiten wir ganz intensiv mit Ritualen. Mhm. Also die Kinder, die zu uns in die Trauergruppe kommen, die wissen ganz genau, wie der Ablauf dieser anderthalb Stunden sind. Und wir bleiben mit den Eltern insofern im Gespräch, dass sie am Anfang und am Ende dieser Einheiten auch dabei sind. Und da verweisen wir sie schon auf die Frage, wo gibt es die Erinnerungsecke? Mhm. Wo können Kinder Sachen dazustellen oder auch wieder wegnehmen? Mhm. Ist es das Grab? Ist es der Frühstückstisch? Ist es auch vielleicht ein Kinderzimmer? Mhm. Gibt es vielleicht, und damit arbeiten wir auch sehr gerne, Schatzkisten, die eben wichtige Dinge der Verstorbenen beinhalten, die aber auch immer wieder mal gewechselt werden können. Oder ein Erinnerungsbuch, wollte nicht ein Familienerinnerungsbuch. Fotos sind ganz wichtig in dieser Zeit, die eben auch bestimmt oder bewusst immer wieder mal herausnehmen. Mhm. Und übers Jahr verteilt auch so Rituale, ne? Wie feiere ich bestimmte Feste? Also ich weiß auch von einer Familie, die immer wieder am Geburtstag ihres verstorbenen Sohnes die Freunde einlädt. Schön. Der Junge, der ist im Kindergartenalter noch verstorben und ich habe dann zuerst mit großem Befremden eigentlich auch aufgenommen, als ich hörte, ja, wir haben wieder den Geburtstag gefeiert und die Freunde waren da. Die spielen dann in dem Zimmer, irgendwann gab es das Zimmer nicht mehr, weil die anderen Brüder da eingezogen waren. Aber der Geburtstag wurde als Kindergeburtstag gefeiert von dem verstorbenen Sohn. Das finde ich eigentlich eine gute Sache. Ist es denn sinnvoll, die Kinder mit zu der Beerdigung zu nehmen oder lässt man sie besser zu Hause? Also im Normalfall würde ich sagen, auf jeden Fall mitnehmen, weil die Beerdigung auch was Normales ist, wo es einfach um Leben und Sterben und der Tod gehört zum Leben. Das können Kinder ganz gut verstehen. Es gibt immer besondere Situationen, wo man nochmal aufmerksam werden muss. Also ich weiß zum Beispiel von einer Familie, wo die Großeltern knapp hintereinander verstarben und die beiden kleinen Kinder, das war echt zu viel. Mhm. Dann wirklich innerhalb von einem Jahr zweimal am Friedhof und zweimal die Eltern so traurig zu sehen und all die Menschen, das war zu viel. Aber in so einem, ja, gerade wenn es um Großeltern geht, finde ich sogar besonders wichtig, die mitzunehmen. Können Kinder es dann besser verstehen, wenn sie mit zu der Beerdigung gegangen sind, genau, dass sie wirklich fort sind? Ja. Ja. Es ist eben etwas, was begreifbar ist. Mhm. Wir sagen ja immer begreifen. Und gerade die Beerdigung und vor allen Dingen auch die Zeit vom Tod zur Beerdigung nimmt immer, also auch in den trauertheoretischen Neuansätzen, nimmt die immer eine größere Wichtigkeit an. Man spricht da von der Schleusenzeit. Und diese Zeit, also von dem Tod zur Beerdigung, wenn da die Kinder in einer der Familie oder Situation angepassten Form sofort mitgenommen werden, es gibt ja neuerdings, eigentlich schon seit längerem,
die Möglichkeit, wirklich die Särge auch ein Stück mitzugestalten. Oder den Abschied auch in der Familie zu gestalten. Den Verstorbenen, je nachdem, wie die Familie es sich wünscht und eben auch für gut empfindet, doch ein Stück zu Hause zu behalten. Das Kind ist eben auch, wenn die Familie es kann, auch da begreifen zu lassen. Ein Kind, ich war also mit einem 9-Jährigen und einem 10-Jährigen an dem Sterbebett ihres Vaters, und dann flüstert mir der Kleine zu: Woher weißt du, dass der Papa wirklich tot ist? Und dann habe ich gesagt: Jetzt gebe ich dir mal meine Hand und die fühlst du. Und dann nimmst du die Hand vom Papa und dann fühlst du. Und dann sagt er: Deine ist warm und sie ist kalt. Und dann sage ich: Siehst du, und das ist für uns der Unterschied. Und das wird ihm immer in Erinnerung bleiben. Also einfach da an dieser Stelle auch die Erwachsenen, die da selber betroffen sind, für die wird es schwer sein, kreativ zu sein, weil im Endeffekt ja vollkommen alles weg da ist. Auch mit zur Beerdigung nehmen würde für mich auch immer wieder, würde für uns auch heißen, zu sehen, wer ist begleitend dabei. Ist es die Patentante, ist es die Opa, die Oma, eine Freundin? Auch da eben dafür zu sorgen, dass die Kinder mitgehen können, aber im Hintergrund schon jemand da ist, der sie gut im Blick hat. Okay. Jetzt könnte ich mir vorstellen, wenn die Mutter oder der Vater in einer Familie stirbt, dass der Mensch, der da übrig geblieben ist, ja auch in einer wahnsinnigen Trauer ist, ja? Und die Kinder auch. Jetzt sagten Sie ja eben, Kinder trauern ganz anders wie Erwachsene, ja? Ist es oft so, dass die Kinder einfach so ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal, in die Ecke geraten, weil der Mensch sich einfach auf seine Trauer dann fokussiert und die Kinder gar nicht so im Blick hat? Auf jeden Fall. Also dann ist der Erwachsene wirklich so mit der Regelung des Alltags oft beschäftigt. Also wie geht das hin und her mit zum Kindergarten bringen, zur Schule bringen? Wie bin ich finanziell aufgestellt? Habe ich selber eine Arbeit? Also so viele Themen sind da plötzlich wichtig und dann läuft das Kind so mit. Und dann gibt es eben auch unterschiedliche Kinder. Die einen, die ziehen sich wirklich zurück und sagen plötzlich gar nichts mehr, weil die denken, oh, nur nicht stören, ich mache mich unsichtbar. Und die anderen, die drehen völlig auf. Weil also sie eben nicht aggressiv werden, genau. Drehen komplett ab. Ja, ja, in der Schule auch dann schon mal, dass man wirklich gar nicht weiß, warum ist das jetzt plötzlich so ein Störer oder so geworden, so ein auffälliges Kind. Und das kann damit alles zusammenhängen. Wie kommen Sie an die Kinder heran? Treten die Eltern auf Sie zu oder kommen Sie durch die Notfallseelsorge daran? Wie kommen Sie an die Kinder, dass Sie denen helfen können? Oft ist es so, dass also diesseits ist jetzt seit 3 Jahren, fast 4 Jahren ja wirklich in Aachen auch bekannt. Oft ist es so, dass über Schulen, wir schreiben also bei jedem Neubeginn einer Gruppe alle Kinder in alle Grundschulen an und die weiterführenden Schulen, 5. bis 6. Schuljahr. Wir sagen immer, da, wo es Kindsein aufhört, da werden wir dieses Kinderangebot, also das ist nur für Kinder ausgerichtet, für Jugendliche haben wir andere Angebote, die werden angeschrieben und es hat sich ein Stück rund gesprochen. Also wir sind oft erstaunt, wer sich alles an uns wendet. Das kann der Hausarzt sein, das kann die Jugendämter sein, das können die Großeltern sein, das sind die Lehrer, die Schulen, aber auch Vereine, die Witwen und die Witwer auch, aber die haben oft dann jemanden gebeten, es zu tun. Nachbarn und Verwandtschaft, die also wirklich so, die dem Kind auch nahestehen, die wirklich da sehen, da ist jetzt was passiert und da muss mal, ja, vielleicht jemand anders mal mithelfen oder mit drauf gucken und dann kommen wir ins Gespräch oder ins, ja. Sie sagten gerade, Frau Schönhöfer, dass Sie die Kinder bis zur 5. und 6. Klasse eine Gruppe haben und dann die anderen auch wieder in der Gruppe sind, die Jugendlichen, ja? Warum? Trauern die anders wieder? Also bei den Jugendlichen ist es so, wir haben uns wirklich wahrhaftig bemüht, eine Jugendgruppe zu schaffen. Aber das ist uns hier nachher nicht gelungen. Jugend kommt, also die einzelnen Jugendlichen haben, das ist ein richtig mutiger Akt, als Jugendliche irgendwo anzuklopfen und zu sagen, wir brauchen Rat und Hilfe. So erleben wir das. Sie werden auch oft von ihren Eltern oder von Großeltern oder von Lehrern auf uns aufmerksam gemacht. Einigen gelingt es, bei uns anzuklopfen und mit uns im Erstgespräch und im Einzelgespräch zu sein. Da bleiben die dann aber auch. Wenn erstmal eine Beziehung bei Jugendlichen steht, dann auch kein Wagnis mehr für was Neues. Okay. Und von daher begleiten wir Jugendliche einzeln. Wir haben jeden
ersten Mittwoch im Monat von 17 bis 18 Uhr Sprechstunde. Und das ist so eine anonyme Möglichkeit für Jugendliche. Oder die Lehrer bitten uns, können Sie zu uns kommen und auch dass du durch deine Schulsozialarbeit oder Schulseelsorge hast du ja auch nochmal die Möglichkeit, auch anders drauf zuzugehen. Also bei den Jugendlichen, da wollen wir wohl vielleicht, also was, 2014 wollen wir da ein Angebot machen, wir kochen miteinander. Mhm. Also etwas miteinander zu tun, was eben in diese Verselbstständigung sowieso führt, aber trauernde Jugendliche einzuladen und vielleicht geben wir ihnen dadurch doch den Rahmen, einander Experte zu sein. Ja. Wir können noch so viel gelernt haben. Wir können uns noch so gut damit auskennen. Die Experten sind die Kinder, sich einander, und die Experten sind die Jugendlichen. Warum ist es bei Jugendlichen so viel schwerer? Weil die einfach meinen, ach, wir sind schon erwachsen genug, wir kriegen das schon alleine hin. Warum öffnen die sich nicht in der Gruppe? Warum wollen die nur dieses Zweiergespräch? Was ist da anders wie bei den Kleinen? Die würden sich in der Gruppe äußern und die würden sich in der Gruppe wohlfühlen, weil es gibt ja die Peer-Groups. Und da werden die sich auch, je nachdem, wie die aufgestellt ist, auch öffnen. Aber ich sage das jetzt einfach auch so, also zur Psychotante zu gehen, um sich da Beratung reinzuziehen, wofür? Okay. So ist es. Die Sinnfrage ist sehr wichtig in der Jugendzeit. Also die Jugendlichen sind ganz, ganz intensiv auf der Suche der Sinnfrage, weil der ja ein Stück verloren gegangen ist. Die suchen ein Pendant, aber nicht so sehr in unbekannten Ressorts. Also mit dem Moment, wie gesagt, wenn sie das geschafft haben, in Einzelkontakt zu sehen und zu denken, ach, das passiert jetzt gerade, ich sage, war gar nicht so dumm, dann setzt sich das fort. Aber wir versuchen es jetzt eben über das Kochen ihnen auch zu zeigen und sie dann vielleicht auch zu verselbstständigen und sagen, jetzt macht es selber. Wir müssen da gar nicht unbedingt immer dabei sein, sondern da habt ihr die Gelegenheit, euch auszutauschen. Und man spricht oft oder oft sagen Kinder als auch Erwachsene, ich habe Angst, verrückt zu werden in der Trauer. Was die meinen ist, das, was war, hat sich verrutscht. Es ist verrückt verschoben worden. Und sich das einander zu bestätigen, ist schon so eine große Hilfe. Also einfach zu wissen, ich muss nicht langfristig dieses Gefühl zu haben, es wird immer schlimmer und es wird vielleicht schlimmer. Aber wenn ich weiß, die drei, die mir gegenüber sitzen, die erleben das in einer ähnlichen Form. Ja. Es hat also eine Üblichkeit oder so, läuft Trauer, woher wissen wir das? Trauer ist, das fliegt uns zu und da müssen wir ja alle unsere Erfahrungen mitmachen. Das ist ein Grund, warum Jugendliche dann eventuell langfristig doch sich irgendwo andocken würden, wenn es ihnen bekannt ist. Okay. Versuchen Sie ja mit den Jugendlichen zu kochen, einfach um denen zu zeigen, hey, du bist nicht alleine. Und man muss nicht unbedingt über das Thema Trauer sprechen, sondern man kann auch Spaß haben miteinander. Und trotzdem weiß man doch, dass jeder, der hier ist, so einen Trauerfall in der Familie hatte oder hat. Es geht vor allen Dingen darum, glaube ich, auch die Jugendlichen nochmal miteinander zu vernetzen und zu sehen, wie bist du mit dem Thema eigentlich gerade unterwegs. Und das ist ja nicht was, wo man sich gerne mit outet. Das hat ja mit Gefühlen zu tun, mit Verletzlichkeit zu tun. Und ich glaube, das ist im jugendlichen Alter schon eher uncool. Aber wenn ich dann merke, es sind andere, die auch noch betroffen sind. Und wie gehst du eigentlich damit um? Denn wir haben ja schon erlebt, dass so eine ganze Gruppe dann, die kannten sich und haben gesagt, wir möchten mal gerne jetzt als Gruppe kommen. Aber auch nur wir. Das geht dann schon. Und dann ist es auch fruchtbar. Aber es ist erstmal so eine Riesenhürde zu sagen, ja, ich bin verletzlich oder ich bin jetzt betroffen, das will man ja eigentlich überhaupt nicht. Und gerade im jugendlichen Alter ist nochmal besonders die Hürde nochmal umso höher. Jetzt gehen Sie ja auch in Kindergärten, Schulen und Organisationen rein und die sagen, okay, wir würden das gerne mal mit in der Gruppe einnehmen. Was machen Sie da? Also es ist ganz unterschiedlich, zu welchem Anlass wir eingeladen werden. Wir waren in einer 7. Klasse mal in einem Gymnasium und die sagten, wir hatten jetzt hier gerade so eine Unterrichtsreihe zu dem Thema, was sagt ihr denn dazu? Und dann hatten wir einen Film mit denen geguckt, gehört das so, ne? Das Buch gehört das so. Also eigentlich ein Zeichentrickfilm. Und dann haben wir gesagt, hier, wir wissen, ihr seid in der 7. Klasse, aber wir wollen trotzdem das mit euch gucken. Da geht es darum, dass eben ein Mädchen ganz doll um ihren Freund trauert, was ein kleiner Kanarienvogel war. Und dann werden die Rituale angesprochen, Beerdigung und so. Und die Siebtklässler sind da so gut mitgegangen.
Und zum Schluss gab es dann noch eine Runde, wie war es denn jetzt für euch? Mhm. Und dann kriegt man auch gesagt, da war, ja, wir dachten, da kommen jetzt so drei Trauerklöße an. Und jetzt kommen da, wir waren dann noch zu dritt mit zwei jungen Leuten noch und die sagten, ja, jetzt waren jetzt ganz lustige Leute, man konnte darüber sprechen. Und es ist wirklich, also so ein bisschen dem Thema auch die Schwere zu nehmen. Klar, es ist ein schweres Thema, aber irgendwo betrifft es uns alle. Und da so ein bisschen vorbereitet zu sein. Ist es wichtig, über Trauer zu reden? Ja, sich zumindest damit auseinanderzusetzen. Mhm. Also wichtig, ich denke schon. Ja, ich meine einfach, dass es dann einfacher, leichter wird, wenn man darüber redet. Das meinte ich jetzt einfach. Darum war meine Frage, ist es wichtig, über diese Trauer, die man in sich spürt, man sieht, auch drüber zu reden? Genau, das auf jeden Fall. Ich hatte jetzt gedacht, so grundsätzlich, aber ich glaube, in der Phase auf jeden Fall, es eben nicht so in sich selber hineinzufressen und zu denken, ich werde damit selber klar, sondern es wirklich auch mal sich vielleicht ein bisschen neben sich selber zu stellen und zu gucken, was ist denn jetzt eigentlich und wie kann ich das ansehen, wie kann ich das annehmen und wie kann ich dann damit weiter fertig werden, genau, ja. Jetzt haben Sie mir gesagt, es gibt bestimmte Koffer. Ja. Was sind das für Koffer und wofür sind die? Also wir haben zwei Koffer gefüllt. Der eine ist ein Kindertrauerwegbegleiter und der andere ein Jugendtrauerwegbegleiter. Mhm. Das sind Koffer, da sind Materialien drin, Filme, Bücher, Lieder, Methoden und alles zum Thema Trauer. Und der kann ausgeliehen werden. Wer möchte, kann auch gerne mit mir zusammen einen Blick reinwerfen, was drin ist, was kann ich damit tun, um dann eben mit Kindern bzw. Jugendlichen, je nachdem welchen Koffer sie möchten, dann für 3 Wochen auszuleihen und dann damit umgehen zu können. Wer kann sich den ausleihen? Schulen, Kindergärten, Jugendeinrichtungen, also im Prinzip, wer möchte. Das heißt eigentlich, wenn ein Kindergartenleiter merkt, okay, da ist jetzt ein Kind, was gerade seinen Papa verloren hat, was eigentlich traurig ist, der könnte sagen, okay, wir nehmen das mal für die Gruppe, um den Kindern eigentlich begreiflich zu machen, was da gerade mit diesem anderen Kind vonstatten geht, warum der so traurig ist, warum der vielleicht anders ist wie normal, und das den anderen Kindern in der Gruppe einfach mit aufzuzeigen? Genau, so wird das auch gemacht. Dann, ich habe schon mehrere Kinder gehabt, die den Koffer auch ausgeliehen haben, genau in so einem Fall. Okay. Und das ist für das betroffene Kind auch gut. Dann wird das Thema nicht tabuisiert, sondern es ist mitten im Geschehen, es wird ein Stück normal in seinem Verrückten, so wie Frau Schönhofer eben sagt, dieses Leben ist ja so ein bisschen verrückt. Dann da im Kindergarten ist alles noch normal und die anderen Kinder, ja, die kriegen dann mit, was ist eigentlich passiert und dann wird das Thema ein Stück zur Normalität. Was passiert dann mit den anderen Kindern? Werden die das andere Kind, was jetzt gerade vielleicht in der Trauer ist, besser verstehen, mehr Akzeptanz entgegenbringen? Ach, ich glaube, unter Kindern ist es, das ist so unser Erwachsenen-Denken. Ich glaube, unter Kindern ist es noch mal ganz anders. Die finden dann spannend, was hat der andere erfahren, was kann das sein? Ich war mal im Kindergarten, wo ich wirklich dachte, so sind Kinder. Die haben vormittags im Sandkasten zusammen gebuddelt und dann sagt der eine zum anderen, morgen wird dein Papa verbuddelt, oder? Und dann sagt der andere, ja klar, kommst du auch. Und das war so deren, da denken wir, oh Gott, das ist schlimm. Nee, so denken die das. Und die finden das auch spannend, wie der Papa ist gestorben. Tod, was ist Tod? Ne? Und von daher ist das eine ganz wichtige Arbeit, die dann Erzieherinnen machen können. Die auch nicht einfach ist, weil die sind ja alle selber dann auch schwer betroffen. Die kennen den verstorbenen Menschen meistens sehr gut. Ja, deswegen haben wir da geantwortet mit dem Koffer. Aber das ist natürlich eine ganz coole Sache für die Kinder, wenn die sowas sagen. Und wir Menschen stehen dann und sagen, oh, was sagt der denn jetzt? Ja, genau. Das zeigt einfach, wie Kinder damit umgehen. Genau. Ein anderes Kind war mal richtig wütend und sagte, ich finde das total bekloppt, dass alle immer nur Beerdigung, eigentlich müsste es doch Behimmelung heißen. Also das ist auch wieder, wie bildlich die Kinder damit umgehen und wie selbstverständlich auch in den Trauergruppen, die gehen eben nicht, wenn sie zu uns kommen, zu Ballett oder zu Sport oder zu Gruppen, die unverfänglich zunächst mal sind, sondern die kommen gezielt zu uns um das Thema Trauer. Eben, ja, Sie wissen, in diesen 1,5 Stunden ist das Thema Mittelpunkt. Und ich muss Ihnen sagen, wir lachen bei uns. Also in diesen Gruppen, ob wir jetzt die Erwachsenengruppen haben oder die Kindergruppen haben, beides ist großer Anteil. Mit dem Moment, wo eben über die Trauer gesprochen werden kann, wo die Trauer ein
ein Ventil bekommt, mhm, und wo eben auch dieses damit frei werden. Ja. Und dieses, Sie sagten gerade, ist es wichtig, über Trauer zu sprechen. Ob sprechen oder gestalten, ob draußen, mhm, in der Natur oder über Singen oder übers Schreiben, Malen. Ich glaube, dem einen Kanal geben, mhm, ob im Kind das Alter, wir haben auch eine junge Erwachsenengruppe, eine 20-plus-Gruppe, also junge Studenten oder Arbeitnehmende, junge Erwachsene finden, mhm, sich da. Und es ist ganz unterschiedlich, welcher Mensch welches Medium sich nimmt, mhm, wo er merkt, boah, das tut mir gut, aber es in das Leben hineinnehmen, das ist unsere jetzt seit 4 Jahren gemachte Erfahrung, ist ein ganz, ganz wichtiges. Deswegen haben wir uns auch für den Namen entschieden. Wir haben lange überlegt, wie soll denn unser Projekt eigentlich heißen? Ja. Es gibt so verschiedene Namen, die so, Lacrima ist eins, das bedeutet ja die Träne oder die Schatzsuche. Es gibt also ganz Lichtblicke, mhm, ganz verschiedene Namen. Wir haben gedacht, ja, wir brauchen auch was für uns. Und dann kamen wir auf Diesseits, mhm, weil wir sind im Diesseits. Und so sind wir hier aufgestellt und es geht für uns, geht es weiter, ob wir wollen oder nicht. Mhm. Und die Verstorbenen sind im Jenseits. Und da haben wir gedacht, das ist wirklich ein toller Name und sind da so auf das Diesseits gekommen. Ja, schön. Wie kann ich mir jetzt so die 1,5 Stunden vorstellen, wo Sie mit den Kindern arbeiten? Was wird da gemacht? Also dieses Mal sind wir eine Seilschaft. Mhm. Klar ist den Kindern, wir sind eine Gruppe, alles, was wir hier besprechen. Die Kinder haben sich freiwillig dazu entschlossen. Wir haben ein Orientierungstreffen. Danach haben sie nochmal 2 Wochen Zeit, sich zu entscheiden. Und dann nehmen wir sie auch ein Stück in die Pflicht, weil wir sagen, Leute, und dann finden wir wohl schön, wenn ihr regelmäßig 8 Mal dabei seid. Mhm. Weil alle anderen erwarten ja auch, dass ihr da seid und, mhm, dass alle da sind. Also erstmal gehen sie eine gewisse Regelhaftigkeit ein, schon auch Verpflichtungen ein. Wir nehmen sie sehr ernst. Sie werden mit einer persönlichen Karte nochmal eingeladen zu dieser Trauergruppe. Mhm. Und wir beginnen, indem wir, oder der Raum ist in 3 Teile aufgeteilt. Einmal ist ein Materialtisch, ein Arbeitstisch da. Einmal ist eine gemütliche Runde auf dem Boden vorbereitet. Und hinten ist das Kulinarische, die kulinarische Ecke. Mhm. Essen gehört zur Trauer in jedem, also seit Jahrtausenden mit dazu. Und wir beginnen, indem wir die Eltern mit in Empfang nehmen, den Eltern kurz sagen, in diese Richtung werden wir heute arbeiten oder mit, das werden wir den Kindern anbieten. Wir verabschieden uns jetzt explizit von euch. Die sind draußen, wir haben dann nochmal 1,5 Stunden für uns. Wir haben auch das Angebot, dass die Eltern bleiben können. Also sie, ja, können zum informellen Treffen bleiben, dass sie, sind Räumlichkeiten vorhanden, dass sie untereinander noch besprechen können. Also das finde ich nochmal eine Besonderheit, dass man wirklich die jetzt nicht in den Regen schickt oder auf die, mhm, Straße schickt, sondern sie können auch bleiben. Aber in einem separaten Kinder, Raum. Genau, mhm, genau, für das sich. Das ist auch wichtig, mhm, ja, dass die auch nochmal ihre Trauerarbeit, genau, praktisch untereinander auch nochmal machen und nochmal was besprechen können. Genau. Und wobei, dann so hatten wir das an, schön gedacht. Ja. Und beim letzten Mal waren die ganz froh, miteinander Kaffee trinken gehen zu können. Okay. Also wir wollten das ihnen schön gemütlich machen, ja, und da war es aber so, das geht auch wieder, mhm, ein Stück raus ins Leben. Aha. Und das ist eben auch genauso. Wir sind mitten, ja, im Pontviertel. Also wir sind sowas von versorgt mit kulinarischen, mhm, Ansätzen bei uns, dass die Eltern das genutzt haben. Und das ist auch etwas. Wir möchten ja gern auch wieder so ein Stück hinaus begleiten. Die Kinder sind dann eingeladen in einer sehr zentrierten Runde auf dem Boden. Jeder hat sein Kissen, auf dem es sitzt. Jeder hat seinen Karabinerhaken. Es liegt ein Tau da. Mhm. Und jedes Kind ist da mit einer Frage. Wie war es in den letzten 2 Wochen? Wo warst du nochmal besonders traurig? Oder was ist im Zusammenhang deiner Traurigkeit so, was du uns gerne erzählen möchtest? Mhm. Den anderen Kindern ist klar, wenn das Kind da ist, was seinen Karabinerhaken da einhakt, das ist dran und wird auch nicht unterbrochen. Mhm. Und das, was ich vergessen habe, auch da haben wir 2 Arten von Kerzen. Die eine ist die Gruppenkerze und das ist das, was Maria eben sagte. Wir leben, wir sind da. Mhm. Uns soll es auch gut gehen und darum ist erstmal die Gruppenkerze für uns. Mhm. Wir machen erstmal die Gruppenkerze für uns an. Wenn das Kind so erzählt hat, was so in den letzten 2 Wochen war, manchmal ist es ganz schnell fertig, ich will heute nichts erzählen. Manchmal ist es auch ganz intensiv, dass eben auch schwere Situationen auf dem Schulhof oder auch Sachen, die sie nicht begreifen, weil auf einmal das Lachen des Freundes schon etwas sein kann, was verletzt. Mhm. Weil der Freund eben in der weiteren Wirklichkeit steckt und er in einer neuen. Also wenn die Runde zu Ende ist, dann, oder wenn das Gespräch von ihm, dann macht er die Kerze, die Erinnerungskerze an. Jedes Kind hat auch eine Erinnerungskerze gestaltet und dann wird die 2. Kerze angemacht. Wenn diese intensive Runde, dann sind wir mitten im Thema. Bevor wir dann an den Arbeitstisch gehen, Material, Bastel, tutig gehen, haben wir ein Anliegen.
Also auf der einen Seite zu fragen, was glaubt ihr, wo sind die Verstorbenen jetzt? Mhm. Oder die Schatzkiste miteinander zu gestalten und zu überlegen, was wäre dir wichtig, was da reinkommt? Soll das eine lebendige Schatzkiste bleiben? Lebendig meinen wir jetzt, soll die täglich mit einem Bericht oder mit Tagebuch oder gefüllt werden? Oder tust du da Sachen rein, die dir wichtig sind, wo du aber auch möchtest, steht an dir und denen auch, das soll auch sonst keiner wissen. Also wir gehen dann mit den Kindern in eine gewisse Arbeitseinheit, die läuft aber relativ locker, wir sind ja keine Schule. Und während des Tuns ist unsere Idee, wenn ich etwas tue, muss ich nicht im direkten Augenkontakt mit meinem Gegenüber sein und kann noch mal anders vielleicht Sachen auf den Punkt bringen, die mir so schwer waren, da unten anzusprechen. Nachdem wir dann etwas getan haben, etwas gestaltet haben, einer Sinnfrage nachgegangen sind im Tun, haben wir uns überlegt, den Kindern doch natürlich Biosaft und Obst, eine Obstmahlzeit anzubieten, die auch vorbereitet war, bis die Kinder selber auf die Idee kamen, können wir nicht jeweils für diese Essensrunde zuständig sein. Und seitdem gibt es ganz schön lecker Süßigkeiten und natürlich auch was, also auch Getränke, die sie ein Stück lieber mögen. Nachdem wir eben, das ist so eine ausgelassene Zeit, also so am Tisch zusammenzusitzen, da wird auch Ventil gelassen, da kommen auch nochmal, also das ist wirklich eine Zeit, wo auch die Jungs, also wir hatten das letzte Mal auch lebendige Jungs dabei, die mussten dann auch mal ein bisschen über Tische und Stühle und ja. Der Abschluss ist dann nochmal zurück in diese Runde, die auf dem Boden stattfindet, mit der Idee, was hat euch jetzt gut getan, was hat euch nicht so gut getan bei diesem Mal. Was überlegt ihr euch für das nächste Mal? Wir geben auch nochmal eine kleine Aufgabe. Unsere Idee ist auch, über diese Kindergruppe die Eltern nochmal anders mit den Kindern ins Gespräch zu führen oder ins Tun miteinander. Weil das, was wir mit den Kindern da unten besprechen, die Eltern nehmen wir nachher wieder in Empfang für 5 Minuten. Den Abschluss gestalten wir gemeinsam. Meinetwegen haben wir die Aufgabe zu sagen, ach, das nächste Mal bringt doch mal einen Blumentopf mit. Wir möchten einfach mal sehen, was wird so aus so einer toten oder scheinbar toten Zwiebel. Mhm. Auch so die Überlegung, wie geht es weiter nach dem Leben? Was hast du für eine Vorstellung? Da den Eltern, die Eltern auch zu sagen, wir haben die jetzt eingepflanzt, bitte beobachtet mit ihrem Kind. Was beobachten Sie mit Ihrem Kind? Wie gestaltet sich das? Stößt es durch? Wie gestaltet sich die Blume und bleibt miteinander im Gespräch? Das sind 1,5 Stunden, die ziemlich gefüllt sind. Dann verabschieden wir die Eltern und 1 oder 3 Wochen, also 1 bis 3 Wochen sind dazwischen. Mit wie vielen Ehrenamtlichen, mit wie vielen Leuten sind Sie in so einer Gruppe drin? Wir haben bei dem Diesax-Projekt insgesamt 9 Ehrenamtliche und uns beide. Das ist unterteilt einmal in die Kinderarbeit und das andere ist 20 plus. Wir haben ein junges Erwachsenenprojekt. Die Ehrenamtlichen haben sich ein Stück immer von Phase zu Phase entschieden, wo ist unser Schwerpunkt und wir sind jeweils mit 3 oder 4 Ehrenamtlichen. Also das heißt auch, dass man jedes Kind gut auffangen kann, wenn es mal so ein bisschen zusammensackt, sage ich jetzt einfach mal, wenn es in die Trauer geht, dass die anderen nicht darunter leiden, sage ich jetzt einfach mal, beziehungsweise so ein bisschen nach hinten geschoben werden, wenn ein Kind jetzt wirklich mal Hilfe braucht, dann haben sie also genügend Leute da, um die anderen dann auch noch zu beobachten und zu, ja, ich sage jetzt einfach mal, mit denen zu arbeiten. Ja. Es ist so, dass ein Kind mal gesagt hat, immer mein Bruder und immer über meinen Bruder, ich will jetzt mal Thema sein. Ja. Und dann ist ein Ehrenamtlicher aufgestanden, ich habe einen Ball dabei, wollen wir rausgehen? Und der war so glücklich. Ja. Der musste aus diesem Rahmen, das war ihm zu intensiv. Also da sind wir sehr froh über dieses Kapital, mit so vielen da zu sein, um das auch individuell dann lösen zu können. Ja, ich glaube auch, dass manchmal einer wirklich seine Zeit für sich auch braucht, ja, weil er einfach aus der Trauer in der Familie sich keinen Dampf ablassen kann, genau. So könnte ich mir das gut vorstellen. Und dann sagt, also jetzt noch mal wieder hier in der Gruppe, jetzt ist aber Feierabend, jetzt muss ich mal für mich was machen. Und ich glaube, dass da schon Kinder sind, die dann auch diesen Dampf ablassen müssen, ne? Oder? Ja. Auf jeden Fall. Und dadurch, dass wir eben hinter der Kirche wirklich einen Spielplatz noch haben oder auch auf eurem Hof da hinten im Grünen auch die Möglichkeit haben, einfach mal rauszugehen und manchmal ist es das Toben gar nicht so sehr, sondern schon in der 1:1 Situation nochmal darüber zu sprechen. Eigentlich tut es mir jetzt schon wieder fast leid, dass ich eben so wütend war.
und über meinen toten Bruder so gesprochen habe. Aber weißt du, das ist schon seit 4-5 Jahren jetzt so und irgendwann möchte ich darüber nicht mehr sprechen. Leiden die Kinder wirklich darunter, wenn ich sag jetzt mal einfach so ein Kind stirbt, ja? Vielleicht war es auch vorher schon krank, hat lange auch die Hilfe von der Mutter oder so gebraucht, Pflege, Krankenhaus, was da alles dranhängt. Und da ist noch ein anderes Kind, was immer zurückstehen musste und jetzt ist die Trauer da. Und jetzt muss es wieder zurückstehen, weil die Eltern diese Trauer noch gar nicht verarbeiten kann. Was passiert da mit dem Kind so? Also auf jeden Fall, die fühlen sich ja dann auch zurückgesetzt, nehmen sich auch selber zurück, um eben dann die Mutter zu schützen oder Mutter zu schonen, wenn der Bruder so krank ist oder wenn der Bruder gerade gestorben ist. Es ist ganz unterschiedlich. Ich weiß von der Hospizgruppe, es gibt auch die Kinderhospizgruppe, wo eben lebensverkürzt erkrankte Kinder versorgt werden. Und da gab es mal die Initiative, dass die Geschwisterkinder, die wurden Schattenkinder genannt. Mhm. Und das heißt also, da hatten sich Erwachsene überlegt, das sind ja die Kinder, die immer im Schatten stehen und das sind die Geschwisterkinder, Schattenkinder. Und dann, ich war selber bei dem Hospizgespräch, glaube ich, dabei von dem Kinderhospizverein, da haben die Schattenkinder, die Geschwisterkinder gesagt, das wollen wir nicht sein, das sind wir nicht. Mhm. Die haben dann so eine große weiße Wand auf überall Papier und haben die durchboxt und haben gesagt, wir wollen keine Schattenkinder mehr sein. Also das hat mich auch sehr beeindruckt, weil ja klar, irgendwo stehen sie im Schatten, es ist schon so. Aber so selber diese Initiative zu haben, nee, das wollen wir nicht. Wir sind ja jemand und wir stehen auch dafür ein und holen uns auch unsere Liebe, die wir brauchen, unsere Zuwendung, die wir brauchen. Und wir haben auch ein großes Herz für den verstorbenen oder schwer erkranktes Geschwisterkind. Wenn Sie jetzt so in der Gruppe mit den Kindern arbeiten und die sagen Ihnen irgendwas, was denen ganz auf dem Herzen liegt, sagen Sie das den Eltern oder bleibt das wirklich bei Ihnen? Also das heißt, haben die Kinder da auch eine Chance zu sagen, okay, aber das will ich nicht, dass meine Mama oder mein Papa das erfahren? Gibt es da so was wie eine Schweigepflicht? Auf jeden Fall, das sind ja die Regeln, die auch direkt in der ersten Stunde erarbeitet werden. Da gehört das auf jeden Fall dazu, dass sie sich wirklich sicher sein können. Ich kann hier mit Leuten sprechen, entweder mit Erwachsenen, mit Gleichaltrigen, das dringt nicht nach draußen. Es gibt ja diesen Spruch, der gilt auch bei den Erwachsenen, Trauercafé, alles was in diesem Raum bleibt, gesprochen wird, bleibt auch hier. Das ist nicht ganz richtig, weil es arbeitet ja in mir, ich nehme es ja mit, aber ich hänge es nicht an die große Glocke und sage, der und der hat das und das gesagt. Und das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Es sei denn, wir sprechen nochmal, ob mit Kindern oder Erwachsenen und sagen, hör mal, meinst du nicht, es wäre sinnvoll, du könntest den und den mal ansprechen damit oder soll ich mal mit der Mama sprechen? Das kann schon mal vorkommen, aber in der Regel ist es so, dass wir wirklich da auch der Schweigepflicht unterliegen und die Teilnehmer auch, die Kinder auch. Also das ist auch nochmal auch mit Grund gewesen, die Eltern am Anfang und am Schluss mit hineinzunehmen. Und denen so ein bisschen, also sie müssen sich jetzt nicht beim Kind erkundigen, was habt ihr gemacht? Das wird den Eltern vorher und nachher auch mitgeteilt. Aber den Eltern ist klar, das, was hier besprochen wird, und die Kinder wird es auch deutlich beim Erstgespräch schon gesagt, ihr könnt euch darauf verlassen, dass von uns gar nichts rauskommt. Und die anderen Kinder müssen sich darauf verlassen, dass auch ihr euch dem auch anschließt. Das ist in der Erwachsenenrunde, glaube ich, noch ein bisschen einfacher als bei den Kindern. Ja. Aber diese Regel ist die Nummer eins schon in der Vorbereitung. Und den Eltern ist es auch ein Stück genommen, nachzufragen, weil sie ja mitgenommen sind, wenigstens in der inhaltlichen Werden denn da solche Sachen auch besprochen, wo das Kind ganz klar sagt, ich will nicht, dass es meine Mama oder mein Papa erfährt, das ist für mich was ich hier loswerde, aber ich möchte nicht, dass meine Eltern das wissen. Gibt es solche Sachen? Also jetzt in der letzten Gruppe hat es das nicht gegeben. Nun bin ich aber 20 Jahre Schulsozialarbeiterin gewesen und in Zeiten, wo wir den Kindern klar und deutlich versprechen, es bleibt alles hier, und ich trotzdem in eine Verantwortung hineinkomme, wo ich denke, kann ich es an dieser Stelle hier lassen? Oder gehe ich nicht nochmal mit dem Kind raus in eine Einzelsituation und sage, hör mal, du hast dir das sehr gewünscht, dass deine Eltern das nicht erfahren. Aber ich sage dir nochmal meine Bedenken auch an dieser Stelle, wollen wir sie nicht doch ein Stück mit einbeziehen? Und das musst du nicht alleine machen. Wir machen das gerne mit dir gemeinsam. Wenn es dann immer noch Nein sagt, dann muss ich einfach, das ist das Grundgesetz dessen, wie wir die Arbeit machen, dann warte ich auch noch ein, zweimal ab. Es kann sich ja trotzdem auch was verändern, denn wir gehen ja eine gewisse Wegstrecke mit dem Kind. Okay. Jetzt haben wir jetzt nur von den Kindern gesprochen, die 20 plus und die Erwachsenen. Wie gehen die mit der Trauerarbeit in den Runden um?
also das war ja auch so ein Phänomen. Wir hatten konzipiert ein Kinder- und Jugendtrauerprojekt. Mhm. Und wer sich meldete, waren die jungen Studierenden meistens, die neu in der Stadt waren und sagten, und wir, können wir denn auch kommen? Ja. Und dann habe ich nach dem Alter gefragt, dann waren die Anfang 20, Mitte 20 und ich dachte, oh, das passt nicht zum Jugendprojekt. Und daraufhin haben wir uns dann auf den Weg gemacht, haben gesagt, dann brauchen wir für die auf jeden Fall was Neues. Mhm. Und haben uns dann mit der Psychologin der Palliativstation des Aachener Klinikums zusammengetan und haben mit ihr zusammen ein Curriculum geschrieben für die jungen Erwachsenen. Mhm. Das ist auch ein achtmaliges Treffen. Und da merkt man schon einen Unterschied. Die kommen wesentlich reflektierter und die suchen die Hilfe. Mhm. Die suchen selber die Hilfe. Die wissen oder merken so für sich, ich komme da für mich alleine nicht weiter. Diese Verrücktheit wird da so krass deutlich, dass sie sagen, was kann ich denn tun? Was kann ich denn tun? Und darauf haben wir dann, wie gesagt, die Antwort versucht zu geben und daraus ist dann 20 plus entstanden. Achso, ich wollte sagen, es ist nicht nur ein Studentenprojekt. Mhm. Zunächst waren es die Studenten, die sich gemeldet haben, weil da kommt noch dazu eine neue Stadt und mhm. dann ist so ein Verlust nochmal wieder präsenter. Ja. Aber in der letzten Gruppe waren auch 6 Leute, da waren auch, ich glaube, es waren 2 Studierende dabei, mhm. der Rest war Arbeitnehmer. Mhm. Und das ist ganz schön, die sind auch ganz neugierig auf den Austausch. Die wollen sich austauschen. Mhm. Die merken auch, dass das hilft uns. Mhm. Da kommen wir vorwärts. Warum fragen die so ganz genau nach, wo kann ich mir die Hilfe holen? Warum ist das so wichtig bei den 20-plus-Leuten? Weil bei den Jugendlichen sagten sie ja eben, so 14, 15, ja. die wollen es nicht. Ja. Ja? Ja. Gut, die Älteren, die einen Todesfall haben, kann ich mir vorstellen, dass die auch wieder Hilfe brauchen. Aber jetzt hätte ich es bei den 20 plus, hätte ich es gar nicht vermutet, weil ja. man da ja auch so sagt, ach, ich kriege das schon alleine geregelt. Und jetzt sagen sie mir, die kommen ganz, ganz klar und sagen, wir brauchen Hilfe, wir kommen damit nicht klar. Wie kann das sein? Ich glaube, dass es mit dem Entwicklungs- oder mit der Lebensphase zu tun hat. Mhm. Die Ursprungsfamilie ist schon ein Stück in den Hintergrund getreten. Ich bin jetzt entweder mit einer eigenen Familie oder auf dem Weg zur eigenen Familie. Und dann merke ich wirklich mein Alleinsein. Da steht die Ursprungsfamilie nicht mehr so ganz nah. Mhm. Und das Neue hat sich jetzt zerschlagen oder ist ein riesen Verlust drin gewesen. Und dann einfach zu gucken, ich will aber nicht alleine da stehen. Mhm. Ich will da Gleichgesinnte oder ja, Gleichgesinnte ist ja Quatsch, aber gleich Betroffene finden. Mhm. Ich glaube auch, bei den Jugendlichen ist es nicht so, dass sie nicht auf der Frage sind. Die sind auch auf der Spur. Mhm. Die versuchen es aber auch ein Stück in der Peergruppe, also in dieser Freundesgruppe auch ein Stück zu lassen. Und bei den Erwachsenen, die sich melden, das sind schon auch ziemliche Persönlichkeiten. Also da ist auch, ne, wie du sagst, erstmal sind sie allein, sie sind allein im Aufbruch. Ja. Aber dann ist dieses, ich schäme mich oder wieso brauche ich Beratung, Begleitung, Therapie oder es ist ja nun, wir machen kein Therapieangebot, wir machen eben eine Trauerbegleitung. Aber das ist eben die Erfahrung, die uns eigentlich auch überrascht hat. Denn das war ja nicht unsere Idee. Nee, unsere Idee war es gar nicht, 20 plus 2. Ja, das ja, hat sich prozesshaft entwickelt, weil die eben sich klar und deutlich zu Wort melden. Und in der letzten Gruppe, die gelaufen ist, habe ich dann erfahren, es sind Menschen, die gerade am Anfang auch ihres Berufslebens stehen und sie merken, ich funktioniere nicht mehr so, wie ich das noch vor dem Tod musste, konnte, wo ich das noch konnte. Jetzt muss ich weiter funktionieren, es geht aber nicht mehr. Ich erlebe oft auch Menschen, die fühlen sich wie unter so einer Käseglocke gefangen. Mhm. Oder manche sagen, boah, ich kann überhaupt keinen Smalltalk mehr halten. Das ist so banal, es geht nicht mehr. Und ich glaube, wer so, ich weiß nicht, in einem älteren Alter, da ist es egal. Dann steckt man das vielleicht weg oder denkt, naja, Smalltalk muss nicht mehr sein. Und in dem Alter, das geht nicht. Die sind so am Start ihres Lebens und sind dann so auf einmal in der Trauer zurückgeworfen oder gefangen. Und die kennen sich selbst nicht wieder und kriegen auch ihr Leben kaum gelevelt. Ne? Also klar, die funktionieren weiterhin in ihrem Job, aber dann geht es darum, ich bin zu einer Party eingeladen. Oh Gott, was soll ich auf dieser Party? Und dann fragt mich ein. Dann bin ich gut drauf. Ich habe eine gut vor Augen, die sagt, dann bin ich gut drauf. Und da werde ich gefragt, hast du Geschwister? Mhm. Und dann denkt die, ja, was sage ich denn jetzt? Klar habe ich Geschwister, aber einer davon lebt nicht mehr. Sage ich jetzt, ich habe 2 Geschwister oder 3?
Oder eine andere sagt, ich werde irgendwann immer gefragt, warum bist du in die Stadt gekommen? Ja, wegen ihrem verstorbenen Mann. Und das will sie auch nicht jedem auf die Nase binden. Ja. Und das sind so, die machen wir das gar nicht bewusst. Also ich denke mal, was sind das für... Aber so ganz schnell kann man wieder in die Trauer zurückgeworfen werden. Das, ich erlebe das in dem Trauercafé, was wir haben, dass Menschen sagen, ich gehe durch die Stadt, ich rieche was. Und bin wieder ganz in meiner unten. Trauer dann, genau. Weil es mich irgendwo mit erinnert oder ich irgendwas damit verbinde. Und diese jungen Leute, die sind ja in vielen Zusammenhängen und dann kann eben so eine einfache Frage. Und das dann merken sie, da würde ich so gern einfach cool drüber gehen, das geht nicht mehr. Mhm. Und bin ich da noch normal? Ist das normal in dieser Situation? Und da sich dann auszutauschen, das ist auch ein wichtiger Grund. Mhm. Also auch dann nicht zu wissen, wie gehe ich damit um, wie kriege ich das geregelt, falle ich dann nicht mehr immer wieder in diese tiefe Trauer zurück, wie machen andere das? Also dieser Austausch ist dann für Sie schon sehr, sehr wichtig. Der Austausch ist sehr wichtig und es kommen auch oft so Erwartungen. Aha. Du weinst ja gar nicht, bist du nicht mehr in Trauer? Mhm. Oder du weinst ja immer noch, das ist doch jetzt schon ein halbes Jahr her. Und diesen Erwartungen, die kommen erstmal auf die Trauernden zu und die denken dann, ich weiß doch auch nicht. Und da dann sich austauscht und dann stellt man fest, die Reaktionen sind ganz, ganz ähnlich. Ich habe auch gedacht, gerade in der letzten Gruppe, da waren auch, wie bei den Kindern, ganz unterschiedliche Gründe. Mhm. Also es war bei einer die verstorbene Tochter, bei zweien die verstorbenen erwachsenen Geschwister, bei zweien die Eltern, also einmal Vater, einmal Mutter, bei zweien die langjährigen Freunde oder Ehemänner. Dann habe ich gedacht, das sind ja ganz unterschiedliche. Wie kann das sein, dass eine, die um ihren Mann trauert, sich zusammentut mit einer, die um ihre Tochter trauert, die gleich alt sind? Und das ging. Also eigentlich war der Verlust, der Tod stand im Mittelpunkt, nicht jetzt. Das Alter oder das... Ja. Jetzt ist meine Frage, weil wir eben sagten, der eine sagt, ach, du bist ja schon ein halbes Jahr her und du weinst immer noch. Ja. Gibt es eigentlich so eine Sache, dass man sagt, okay, Trauer dauert 5 Monate, dauert ein Jahr, dauert 5 Jahre. Gibt es sowas? Also, es wäre schade. Mhm. Warum? Wenn es so wäre, sage ich jetzt einfach mal so spontan. Weil ich denke, wenn ein so wichtiger Mensch, und wir werden doch angesprochen in existenziellen Trauerfragen. Mhm. Also nur das kann man so sagen. Es ist wirklich auch wichtige Trauer... Oder wichtige Menschen verstorben. Wichtige Menschen verstorben, die einen sehr existenziell auch da in eine neue Situation bringen. Und wenn die Mutter, der Vater, der Bruder sterben, dann wäre es, glaube ich, erstaunlich zu sagen, nach 5 Monaten, so, jetzt habe ich es aber geschafft. Mhm. Weg. Trauer ist eine Kraft. Und ich glaube, das kann ich jetzt sagen, weil ich im Moment nicht aktuell trauerbezogen bin, auch wir Trauerleiter sind ja auch vielleicht in 2 Minuten schon persönlich auch betroffen. Die Trauer nimmt sich ihren Weg. Mhm. Trauer ist höchst individuell und chaotisch, willkürlich. Es gibt keine Normalität. Es gibt, früher sprach man von Phasen, spricht man heute nicht mehr. Man spricht heute von der Trauerarbeit. Und die Trauerarbeit, man spricht auch nicht mehr von Trauerbewältigung. Trauerbewältigung kommt uns sicherlich auch heute immer wieder meine Mutter, aber damit ist nicht gemeint, ich habe es irgendwann mal abgeschlossen, sondern es verändert sich. Mhm. Wir nehmen das im Laufe der Zeit anders wahr. Meine Mutter, die verstorben ist, die werde ich in 10 Jahren noch mal anders in meinem Herzen fühlen als ein Jahr, nachdem sie tot war. Ja. Aber trotzdem ist es immer noch schmerzhaft. Kommen Gerüche, kommen Erinnerungen. Und von daher ist nicht die Beendigung der Trauer unser Ziel oder unsere Idee, sondern eher das Hineinnehmen. Mhm. Wie kann der Platz sich auch immer oder wie kann sich das verändern und wie können wir mit, und das ist eben auch eine Frage, wieso trefft ihr euch 8-mal mit Kindern? Glaubt ihr, die haben dann die Trauer bewältigt? Nein, wir treffen uns 8-mal mit den Kindern, um gemeinsam zu überlegen, wenn ihr wieder in die Situation kommt, was könnte euch helfen? Mhm. Und ihr werdet wieder in die Situation kommen. Aber ihr seht, auf welche Schätze ihr in euch tragt. Das Singen,
das Malen, dass du sagst, boah, dir macht das Reiten so viel Spaß, mhm, oder du bist mit deiner Mutter immer wieder so in solch intensiven Gesprächen, in der Erinnerung, die auch oft warm macht. Ich habe einen Opa vor Augen, mhm, und bei dem Erwachsenentrauercafé ist das Ritual nach einer gemütlichen Kaffeestunde, wo jeder mit jedem über dies und das, über Gott und die Welt reden kann, gibt es so einen Gesprächskreis, wo bist, mhm, du dran, wie geht's dir mit deiner Trauer gerade? Und das beginnt auch immer rituell mit einem Kerzenanzünden. Und die Teilnehmer sind eingeladen, nochmal ihren eigenen Namen zu sagen und nochmal den Namen von dem Menschen, für den sie jetzt die Kerze anmachen, mhm, der verstorben ist. Und da kam besagter Opa und der war nicht in der Lage, die Kerze anzumachen an der Großen. Der war auch gar nicht in der Lage zu sprechen, schon erst recht, mhm, den Namen seiner Enkelin zu sagen. Und der ist eine Zeit gekommen und der ganz wirklich verzweifelt. Mhm. Und der sagt, ich weine immer, ich gehe jeden Tag zum Grab, ich schimpfe mit ihr, ich rede mit ihr und ich komme damit nicht klar. Und es verging eine Zeit und irgendwann kam er und zündete die Kerze an, sagte selbstverständlich, ganz selbstbewusst den Namen, stellte die Kerze hin und sagte, ich bin so froh, dass wir dich gehabt haben. Und da habe ich gedacht, das ist so eine richtige Veränderung. Und, mhm, das sind auch Menschen, die werden ihre Trauer immer noch im Herzen haben um ihre Enkelin. Die haben dann irgendwann angerufen und haben gesagt, Mensch, das war so eine wichtige Zeit, aber wir kommen jetzt erstmal, wir verabschieden uns aus dem Trauercafé. Mhm. Das hat uns so ein ganz Stück weitergebracht und jetzt sind wir alleine weiter, mhm, auf dem Weg. Das heißt nicht, dass sie nicht nie mehr wiederkommen, aber das fand ich so einen guten Weg, ne, den man, mhm, wirklich so sehen konnte. Von überhaupt nicht sprechen können, nur weinen. Und das geht einigen so, die zum ersten Mal in so einen Gesprächskreis oder in so einen Trauercafé kommen, erlebe ich oft, dass sie verzweifelt sind, schwach sehen, den Namen gar nicht nennen können. Hm. Und je länger sie kommen, desto, ja, dieses Ansehen, das ist mir passiert, mhm, und wie kann ich damit weiterleben? Also es kann man schon sagen, dass Erfolg auch messbar ist in der Zeit, wo sie die Leute auch begleiten. Immer wieder Auf und Abs. Also ich, ja, glaube, es ist nicht so eine, also gerade Trauer, ich sagte gerade, Trauer ist Chaos. Mhm. Ist Willkür und wir natürlich haben wir ganz, ganz schöne, warme, mhm, warme, herzlich warme Erfahrungen und Erlebnisse, wo wir denken, boah, was ist das schön, dass, ja, er heute an dieser Stelle ist. Das kann aber in 3 Minuten schon wieder eine ganz andere Situation sein. Und es ist auch so, dass manchmal in den ersten 2 Jahren gar nicht getrauert werden, mhm, kann. Weil eine junge Witwe zum Beispiel erstmal sehen musste, wie hier geht es ums Überleben. Mhm. Ich mache ganz neue Aufgaben. Ich muss hier sehen, dass wir das Haus halten. Mhm. Ich muss sehen, dass das mit den Kindern in der Schule weiterläuft. Ist es dann etwa gesetzt? Mhm. Sind dann sichere Situationen da? Kann dann eben die Trauer auch überhaupt auftauchen? Also es gibt da nicht die Regel, die wir uns wünschen würden. Mhm. Jetzt sparen Sie eben das Trauercafé an. Mhm. Was ist das? Genau. Wir haben ja dieses Kinder- und Jugendtrauerprojekt und wir haben das Erwachsenentrauerprojekt Tabitha. Tabitha, das lädt ein, zunächst mal einmal monatlich zum Kaffee zu kommen und da sind alle Erwachsenen eingeladen, die sich in der Trauerphase befinden, mhm, wo jemand gestorben ist, der ihnen wichtig war. Und da kommen zwischen 12 und 20 Menschen hin, mhm, und wir sind zu 3 oder 4 Trauerbegleitern da und es ist immer eine wunderbar geschmückte Kaffeetafel mit meistens selbstgebackenen Kuchen und danach gibt es eben einen Kreis, wo nochmal ins Gespräch gekommen wird, wie geht es mit der Trauer im Moment. Und da sind auch die Einzelnen, die Experten, die sich gegenseitig da Rat und Hilfe und Tipps geben. Wenn jetzt einer fragt, okay, dann will ich mehr darüber wissen, wo kann man sich mehr über Sie erfahren, wo kann man mehr Informationen bekommen? Also wir geben immer ein Halbjahresprogramm raus, das wird im Januar jetzt wieder rausgegeben. Es ist auf jeden Fall in den Aachener Innenstadtvereinen, in den Kirchen liegt es aus. Mhm. Und natürlich im Internet, da haben wir die Seite www.diesseits-aachen.de, mhm, oder www.tabita-aachen.de. Okay, es war sehr spannend hier heute. Zeit ist leider um. Ich sage Dankeschön. Wir sehen uns wieder nächste Woche Dienstag hier im Drehturm zu Bärs Talk. Ich sage schönen Abend und tschüss.